Servus und willkommen zurück zu mehr Total Warhammer 2 Online Action. Ich bin zurück aus Vietnam, endlich wieder zurück in der Hometown und hab mich gefreut, einfach mal wieder ein paar Spiele für euch aufnehmen zu können und auch für mich selber aufnehmen zu können. Einfach weil ich auch wirklich vermisst habe, Total War zu zocken auf jeden Fall. Und ich hatte einen kleinen Trip in einem ICE auf dem Weg zurück hierher und konnte mir im WLAN, im ICE die Patch Notes durchlesen, die jetzt mit dem Steps of Isha Patch rausgekommen sind. Und gerade beim Imperium sind da ein paar echt interessante Änderungen vorgenommen worden. Und wir spielen hier gegen die Waldelfen. Und ich würde sagen, wir gehen mal die Armeekomposition durch. Ich will euch aber auch noch so ein bisschen erklären oder erzählen, was ich so beim Imperium für die wichtigsten Änderungen oder zumindest mal hier an der Armee jetzt finde. Und zwar erstmal hier in diese Frontlinie aus vier Speerträgern. Ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, die Speerträger haben jetzt eine Preisreduktion bekommen, nämlich von 25 Gold, was jetzt nur noch auf 375 Gold runterbringt. Und das ist ein Preis, der ja echt, echt super ist. Also das ist eigentlich genau das, was dem Imperium gefehlt hat. Früher habe ich ja eigentlich eher die Schwertkämpfer als Frontlinieninfanterie bevorzugt. Einfach aus dem Grund, weil ich den Anti-Large-Bonus nicht unbedingt zahlen wollte für eine Einheit, die wahrscheinlich gegen andere Infanterie kämpft. Aber nachdem jetzt halt diese Schwertkämpfe hier billiger geworden sind, ist natürlich jetzt gar keine Frage mehr, dass die hier die bessere Frontlinieninfanterie sind. Gerade mit ihrer erhöhten Nahkampfabwehr 42. Nicht erhöht, aber halt mehr als die Schwertkämpfer. Und ihren Schilden ist es echt super. Dem Imperium hat immer so ein bisschen eine kosteneffektive Frontlinieninfanterie gefehlt. Ich habe ja schon immer so Wünsche geäußert, von wegen, was weiß ich, Halblinge oder so als Einheit noch einzuführen. Das wäre natürlich saugeil, finde ich immer noch geil. Wenn man Halblinge und Ogre noch hätte für das Imperium, fände ich persönlich ziemlich cool. Gab es im Tabletop auch, aber jetzt haben wir hier diese Schwertkämpfer. Super Sache auf jeden Fall, super klasse Frontlinieninfanterie, die hier einfach nur dabei sind aufgrund ihrer Schilde. Die sind einfach dafür da, von den Waldelfenbogenschützen zerschossen zu werden. Dann haben wir dahinter noch eine zweite Frontlinie oder zweite Linie aus drei Schwertkämpfern. 1, 2, 3. Einer davon hier ist im Wald versteckt. Schwertkämpfer sind nach wie vor eine gute Einheit gegen die Waldelfen. So, niedrige Rüstungswerte bei den Waldelfen. machen die Schwertkämpfer zu einer Einheit, die gegen die meisten Waldelfentruppen ziemlich gute Begegnung hat. Ebenso die Flagellanten. Flagellanten sind super, die zerschnetzeln so ziemlich jede Einheit der Waldelfen. Wenn sie nicht vorher von den Pfeilen der Waldelfen übelst zerschnetzelt werden. Mit ihrer nicht vorhandenen Rüstung geht es natürlich schnell. Also wir haben auch noch zwei Einheiten von denen dabei, eine hier im Wald. Zusammen mit einer Einheit Reichsgarde. Die Reichsgarde ist eine der besten Kavallerie-Einheiten, finde ich, im Spiel. Was das Kosten-Nutzen-Verhältnis angeht, den Lichtmagier mit Netz, einfach um die überlegene Geschwindigkeit der Waldelfen auszugleichen. Drei Mörser sind super wichtig. Keinerlei Fernkampfeinheiten außer Mörser, einfach aus dem Grund, weil ich keinen Bock habe, mich in einen Kampf zu begeben, also in einen Fernkampf, Skirmish-Kampf mit einer Fraktion, die mir haushoch überlegen ist. Also nehme ich lieber Mörser mit und stelle ein paar Nahkampfeinheiten so auf, dass seine Bogenschützen nicht auf meine Mörser schießen können, aber meine Mörser eben auf seine Bogenschützen. Hier hinten nochmal eine Einheit Behind-Kämpfer, die, nachdem dieses langgezogene Skirmish-Battle hier vorne und die restlichen Truppen schon fast so gut wie weg sind, dass dann die Behind-Kämpfer hier vorstürmen können und die Reste wegfegen, mache ich immer ganz gerne. Es ist ganz gut, immer eine Einheit dabei zu haben, die auch ein bisschen was machen kann. Und die Behind-Kämpfer sind auch gebufft worden, haben jetzt mehr Nahkampfangriff und mehr Bonus gegen Infanterie. Super gut, war absolut notwendig und finde ich, nach den Erfahrungen, die ich bisher so gemacht habe, eigentlich jetzt wieder eine Einheit, die man wirklich wieder bringen kann. Sind zwar immer noch relativ teuer für ihren Preis, für ihre Leistung, aber wie gesagt, man muss ja auch immer so das Ganze in dem Kontext sehen und das Imperium hat ja auch sehr gute Fernkampf
Kapazitäten, was dann auch rechtfertigt, diese Einheit ein bisschen teurer zu machen. Und ich meine, sie sind auch wirklich starke Nahkämpfer, also man kann ja nichts sagen. Ich hätte zwar gern, dass sie noch immun gegen Psychologie wären oder so, oder noch mehr Moral hätten, aber gut, ist jetzt eben so. Coole Sache auf jeden Fall, Boris auf einem Greifen, mit so seinen ganzen, ja, mit, nur mit der Fähigkeit der Heilung. Und jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Wir haben nämlich auch noch eine Einheit. Sindlers Reichsgarde. Ups, da hat sich der Chat geöffnet. Ja, Sindlers Reichsgarde, auch eine Reichsgarde, wie gesagt, eine super Einheit. Wirklich hervorragende Stats. Nahkampfabwehr, Angriff von 44 und einen guten Angriffsbonus. Superklasse Einheit. Und wenig Leute vermuten eine in Vorhut platzierte Einheit beim Imperium. Und mein Gegner hat dabei vier Einheiten Tiefenwaldkundschafter, diese nervigen Bogenschützen, die vor einem abhauen können. Er hat dabei vier Einheiten Ewige Garde, eine Schattenmagierin mit dem Pendel und dem Miasma und eine Waldfürstin. Und hier drüben hat er noch irgendwo drei Einheiten Schwestern der Dornen im Wald versteckt. Diese haben ja auch einige Buffs bekommen, haben mehr Modelle im Regiment und haben damit mehr DPS. Und ich würde sagen, wir. Ach ja, und hier drüben habe ich noch vergessen, hat er noch ein paar Wildreiter mit Hexenfluchpfeilen. Also eine sehr skirmish-lastige Armee, plänkel-lastige Armee. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich mache hier von vornherein den Fehler, meine Mörser nicht auf ein Ziel zu fokussieren. Am Anfang habe ich es noch gemacht, aber wir sehen jetzt hier, jetzt gebe ich hier die Befehle, die einzelnen Truppen angreifen zu lassen und verteile mein Feuer so ein bisschen auf die Regimenter. War eine bisschen dumme Idee, man sollte das immer sein Feuer fokussieren und das ist einfach effektiver. Und hier drüben sehen wir schon, wollte er mit seinen Wildreitern hier reinkommen und uns von der Seite her aufrollen, aber wir kommen mit unserer Reichsgarde natürlich raus. Reichsgarde hat eine Rüstung von 120 und Schilde und das macht sie relativ resolut gegen Fernkampffeuer, gerade gegen eins mit wenig Rüstungsdurchdringung. Und wir können die Wildreiter hier ganz gut wegdrücken. Er macht sie aber sehr gut und netzt uns genau zwischen diesen Wäldern, wo uns die Bäume keine Deckung mehr bieten können. Hier drüben kommt er jetzt mit seinen Wildreitern rum. Mit seinen Schwestern der Dornen rum. Wir vertreiben sie hier allerdings mit unseren Schwertkämpfern und den Flagellanten. Schieben sie einfach ein bisschen weg. Hier nehmen unsere Speerkämpfer natürlich schon viel Schaden. Aber genau dafür sind sie ja da. Super gut. Wir schicken sie jetzt hier in Nahkampf mit den mit der Ewigen Garde. Den werden sie natürlich haushoch verlieren. Aber das macht nichts. Wir kommen hier, weil eben während die hier kämpfen, einfach immer weiter Schaden auf die Waldelfen runterprasselt in Form von Mörsergranaten. Hier konnten wir mit einer Einheit Flagellanten flankieren, die hier ja eben eine ziemlich gute Position haben, weil er kann jetzt eigentlich nur seine Offiziere schicken, um uns aufzuhalten, oder diese Einheit Ewige Garde. Beides Truppen, die von den Flagellanten besiegt werden würden. Hier kommt unsere Reichsgarde rein, mit der hat er, glaube ich, nicht gerechnet. Wir kriegen hier ein paar sehr coole Charges in seine ungeschützten Bogenschützen rein. Er reagiert allerdings mit dem Melkoffs Miasma und fokussiertem Bogenfeuer, aber trotzdem können wir mit der Reichsgarde hier eine Menge bösartigen Schaden machen. Hier drüben haben wir nochmal eine Einheit Flagellanten gegen ewige Wache kämpfen. Er wollte hier flankieren. Flagellanten sind super gegen ewige Garde, auf jeden Fall. Die haben eine sehr gute Begegnung gegen die. Hier nehmen wir jetzt halt schon Bogenfeuer auf unsere Mörser, eigentlich eine Sache, die wir überhaupt nicht wollen. Aber ist nur vereinzelt und ungezielt. Und seine Fernkampfkapazitäten wurden außerdem schon sehr stark geschwächt durch die ganzen Verluste, die er da schon erlitten hat. Also umso weniger Modelle in den Regimentern sind, umso weniger DPS hauen sie natürlich auch raus. Unsere Reichsgarde hier
Findet jetzt hier vorne ihren Platz im Nahkampf bei der Verteidigung der Mercer hier. Allerdings kriegt mein Gegner hier einen wunderbaren Charge hin mit seinen Schwestern der Dornen. Ich wollte hier eigentlich noch mit einem Netz ihn dafür bestrafen, aber das Netz kam zu spät und ich erwische hier nur noch ein paar vereinzelte Truppen. War ziemlich schlecht, aber das macht nichts. Wir haben unsere Bierhandkämpfer hier und die Bierhandkämpfer müssten eigentlich ziemlich üblen, ziemlich kurzen Prozess mit den Schwestern in Dornen machen, ebenso die Reichsgarde hier. Irgendwie hat das Spiel meine Steuerelemente wieder verstellt, komisch. Naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Sehen wir schon hier, die Waldelfen haben schon ziemlich übel eins auf den Deckel bekommen. Durch die Bankwerke sind ihre Regimenter schon ziemlich beschädigt. Unsere auch, aber wir haben natürlich noch die wichtigen Regimenter, die wir ganz hinten platziert haben. Haben wir noch, nämlich diese Bierhandkämpfer, mit denen ich hier allerdings jetzt einen Fehler gemacht habe. Ich dachte, es wären Schwertkämpfer und wollte sie hier hinter denen herschicken, hinter diesen Schwestern der Dornen. War dumm. Diese Einheit, mit denen sollte man das auf gar keinen Fall machen. Hier kommen zwar auch die Truppen, die dafür gedacht waren, aber jetzt schicke ich auch gleich die Bierhandkämpfer hier zurück. Weil ich will sie natürlich hier hinten haben bei meinen Mercern. Einfach wegen ihrer, ja, die sind nicht so schnell und ich will sie hier da haben, wo ich mit ihnen schnell reagieren kann. Und wir sehen auch hier, guckt mal her, wie viel Munition diese Mercer trotzdem noch haben. Die feuern jetzt schon die ganze Zeit. Und das meine ich eben damit, die sind einfach verlässlich. Die können eigentlich fast immer schießen mit ihrem hohen Bogen. Und haben eigentlich meistens bis zum Ende der Schlacht Munition. Also es gibt bei mir ist seltenst eigentlich den Fall, dass denen die Munition ausgeht. Es kommt schon vor, aber dann haben sie sich auch an dem Punkt schon ziemlich gelohnt meistens. Was ein bisschen schade ist, dass unsere Reichsgarde hier schon so viel Schaden genommen hat. Die ewige Garde ist natürlich eine Einheit, gegen die Reichsgarde nicht kämpfen will. Mit ihrem Anti-Large-Bonus und rüstungssüchtigen Schaden. Allgemein haben die Waldelfen sehr viele Einheiten, die gut gegen groß sind. Aber trotzdem sind Kavallerie, vor allem Reichsgarde gegen die Waldelfen, nicht schlecht. Ihr dürft einfach nur nicht in Nahkampf mit der Infanterie gehen. Aber zum Beispiel gegen eine Einheit wie die Wildreiter ist die Reichsgarde super geeignet, weil die Wildreiter wenig rüstungssüchtigen Schaden machen und selber wenig Rüstung haben und die Reichsgarde eben genau der Konter gegen die ist. Also mit der Reichsgarde immer nur die Wildreiter oder andere Kavallerie der Waldelfen angreifen, wenn man die Chance hat, sie im Nahkampf zu kriegen, also die Fernkampfkavallerie, oder eben die Bogenschützen, und wenn ihr euch da an die Regeln haltet, dann seid ihr auf jeden Fall cool dabei. Unsere Bierhandkämpfer hier drüben haben immer noch 80 Modelle und die sind jetzt auch wirklich die Einheit, die uns hier noch am meisten, die noch unser Anker bildet. Deswegen war ich mir an dem Punkt auch ziemlich sicher, dass wir unseren Gegner noch platt kriegen werden, weil ich wusste, er hat nicht mehr so viel Munition. Ich habe immer noch viele Truppen, mit denen ich ihn aufhalten kann und die Munition aus seinen teuren Fernkämpfern rausziehen kann. Hier noch ein fast volles Regiment Schwertkämpfer. Hier drüben hat mein Gegner noch eine fast volle Einheit ewige Wache, aber ohne Unterstützung. Das heißt, ich schicke jetzt hier meinen General rüber. Der sollte eigentlich mit einer Einheit Speerkämpfer ohne irgendwelche Unterstützung kurzen Prozess machen. Aber wir haben jetzt hier eine ganz interessante Situation. Nämlich wusste ich ja, dass seine Truppen sich hier sammeln. Und anstatt ihn jetzt zu verfolgen und meine Armee immer weiter auseinanderziehen zu lassen, habe ich das gemacht, was ich eigentlich immer mache, wenn ich gegen die Waldelfen kämpfe. Nämlich habe ich mich einfach hier um meine Artillerie, also zurückgezogen und um meine Artillerie reformiert. Und wir sehen hier, mein Gegner hat schon noch eine relativ veritable Armee dabei. Vor allem die Schwestern der Dornen haben kaum Schaden genommen. Aber wir haben noch eine Menge gute Infanterie. Und unser Netzzauberer. Und können jetzt damit solche Einheiten wie die Wildreiter hier wirklich schnell platt machen. Und schaut mal hier, wie viel Munition die Mörser auch noch haben. Und das ist natürlich jetzt auch noch eine feine, feine Sache. Gerade wenn unser Gegner hier so bloppt, wie an der Stelle jetzt, dann können wir natürlich einige Hits landen, aber gegen Kavallerie sind die Mörser leider nicht so effektiv. Aber trotzdem, jeder Schaden zählt und gerade in so einer knappen Situation ist jeder HP-Schaden gut. Hier haben wir jetzt dann ein paar Schläge auf die
Sperrdecker hier drüben ausgeteilt. Ich habe mich dann allerdings dazu entschieden, mit dem General wieder zurückzukommen, um den Kampf hier zu unterstützen. War mir irgendwie wichtiger, weil ich nicht wollte, dass diese angeschlagenen Truppen hier dann irgendwann noch brechen. Verzeihung, ich muss mit meine Steuerung neu einstellen. Nachdem ich jetzt aber gesehen habe, dass er hier eine Einheit Wildreiter noch hatte, bin ich doch nochmal gelandet und hatte Glück, dass mein Gegner hier nicht einfach einen Angriffsbefehl weiter auf meine Mercer gegeben hätte, weil meine Mercer jetzt zu verlieren, hätte ich mir eigentlich nicht so gerne leisten wollen. Ist ein bisschen blöd gewesen. Und unser General hat den Angriff hier zum Glück aufgehalten. Ich schicke hier natürlich noch eine Einheit Reichsgarde rein, einfach um zu verhindern, dass mein Gegner hier jetzt nochmal einfach Angriffsbefehle auf den Mercer gibt, was dazu führen würde, dass diese Einheiten, die hier drüben jetzt kämpfen, einfach meinen General ignoriert hätten und dann in die Mercer gestürmt wären. Wollte ich verhindern, deswegen habe ich da ein paar Einheiten nochmal rüber geschickt, um ein bisschen Fleisch zu haben. Außerdem ist die Reichsgarde hier ganz gut aufgehoben, zum Beispiel gegen diese Wildreiter. Die Speerkämpfer hier, ja, sind absolut der Tod für meine Kavallerie. Als ich das gemerkt habe, ich habe es natürlich gewusst, aber war einfach in dem Moment ein bisschen blöd und ziehe dann auch meine Einheiten sofort wieder raus. Weil ich habe nur noch 16 Reiter und Ritter und will deswegen keinen einzigen an diese Spacken hier verlieren. Die sind hier drüben besser aufgehoben, um diese Schwestern der Dornen platt zu machen, die jetzt auch genetzt werden. Und den General auf dem Greifen jetzt zu haben, ist natürlich super, weil mit seinem Terror und seiner relativ guten Nahkampf, ja, Leistung kann er solche kleinen Skirmish-Kämpfe, solche Geplänkel hier extrem schnell für uns entscheiden. Und jede Einheit, die jetzt hier bricht, ist natürlich optimal. Hier geht der Mercer jetzt tatsächlich, geht ihm die Munition aus, aber wie ich schon gesagt habe, der hat sich wirklich schon gelohnt, hat jetzt hier schon 28 Kills und der hat 27. Das ist voll okay, auf jeden Fall. Ich hätte sie auch noch besser einsetzen können, wenn ich das vorher fokussiert hätte. Aber hier sehen wir jetzt schon, diese Einheit, diese Speerträger werden jetzt wahrscheinlich eine der wichtigsten Einheiten des Imperiums werden. Weil das Imperium unbedingt so eine Einheit braucht. Und die Speerträger sind natürlich jetzt super geeignet. Ich würde auch echt gerne nochmal ein bisschen die Hauptmänner ausprobieren und diese Fähigkeit Halte die Linie. Das ist gerade für so eine Einheit wie die Speerträger, die ja nur einen Nahkampfangriff von 8 haben, wirklich super. Und wir sehen hier, unser Gegner hatte ja eine sehr, sehr plänkellastige Armee mit kaum Fernkämpfern und dadurch haben unsere waren diese Speerträger eben einfach nur optimal, wirklich optimal, weil er seine ganze verdammte Munition auf diese Typen hier verschwendet hat. Super gut. Und ich sag ja hier 100 Kills mit der Sintlers und hier 50 mit der. Hätte man vielleicht noch besser machen können. Und wisst ihr was? Nachdem ich jetzt schon so lange weg war und euch wirklich vermisse, machen wir einfach noch eine Schlacht. Ich habe nämlich noch eine andere richtig coole Schlacht heute gehabt. Wo ich nochmal die Nahkampfkapazitäten des Imperiums nochmal ausprobieren wollte. Weil eigentlich sollte das Imperium ja von der Idee her so sein, dass er jede Taktik machen kann mit ihnen. Also sowohl Fernkampf-Builds als auch Nahkampf-Builds und etc. pp. Was immer noch nicht funktioniert, habe ich schon rausgefunden, sind die Musketeneinheiten. Also die Musketenschützen, die sind immer noch völlig verbuggt, auch der Luminarch ist immer noch verbuggt. Die haben immer noch den gleichen Bug, dass sie immer zum Gegner hinlaufen. Keine Ahnung, wann das mal gefixt wird. Aber mein Ratschlag an euch, nehmt keine Musketeneinheiten mit, keine Handgunners, also keine Musketenschützen. Ihr spart euch damit echt eine Menge Ärger und die machen eigentlich wirklich mehr Ärger, als sie Nutzen bringen, weil man so viel Micro reinstecken muss, um diesen Bug zu korrigieren. Und wir spielen hier jetzt gegen die Echsenmenschen und ich würde sagen, wir gucken uns hier nochmal unseren Bild an. Entschuldigung bitte, wieder mal dieser komische Fehler hier.
Gegen die Echsenmenschen habe ich mal eine Frontlinie aus Bihan-Kämpfern dabei, 4 Stück. Gesäumt von Freischärler-Milizen rechts und links. Und im Wald versteckt 2 Einheiten Demi-Greifen. Und einmal die Ritter des Sonnenordens, die jetzt auch billiger geworden sind, 50 Gold. Ja, vernachlässigbar, aber trotzdem eine schöne Sache. Und ja, damit sind die Ritter des Sonnenordens natürlich auch noch mal eine bessere Kavallerie geworden. Die waren vorher schon ziemlich geil, aber jetzt sind sie natürlich nochmal 50 Gold geiler. Und deswegen habe ich diese nochmal ausprobiert. Generell, ja, gegen die Echsenmenschen ist es jetzt nicht so gut. So toll, vor allem dieser Feuerschaden ist jetzt da nicht so super effektiv. Aber es ist halt einfach die einzige wirkliche ausgesprochene Schock-Kavallerie, die das Imperium hat. Deswegen habe ich sie hier dabei. Weil ich einfach noch eine Einheit haben wollte, mit der ich den Infanteriekampf unterstütze. Aber es wird sich dann alles zeigen. Wir haben nochmal Boris dabei auf dem Greifen. Ein Standard-Pick eigentlich. Und hier in der Front, oder ganz vorne vorgeschoben, einen Hexenjäger, der mittlerweile ein echt guter Skirmisher ist. Und auch gegen so Einheiten wie zum Beispiel jetzt die Skink Chiefs und so, also die Skink-Häuptlinge, ganz gutes Konterspiel machen kann. Der holt die eigentlich ganz gut aus dem Himmel mit seinen 415 Geschossschaden. Und ich glaube, der hat auch mehr Reichweite als der. Ich weiß nicht genau jetzt. muss ich nochmal nachschauen. Aber ich habe ihn einfach mal deswegen dabei und wollte einfach hier nochmal so ein bisschen skirmischen gegen seine Armee. Mein Gegner hat hier auf der linken Flanke 2 Chamäleon-Skinks dabei, diese super ätzenden Jungs. Dann hat er hier nochmal eine Einheit Skinks, mit denen er flankieren wollte offensichtlich und dachte, ich nehme hier eine Verteidigungsposition ein. Haben wir jetzt allerdings in dem Fall nicht gemacht. Dann hat er eine Frontlinie aus Sauruskriegern dabei mit Schilden und hier den Sauruskriegern mit Speeren, einen Pastilladon mit Heilung, einen Himmelsmagier auf Terradon, auf einem Pterodaktyl. Hier nochmal ein kleines Kontingent aus Infanterie, ähnlich wieder drüben, und einen Hornnacken sowie Krokar. Also eine ziemlich furchteinflößende Armee. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich wollte hier meine Demigreifen einfach mal in eine Position bringen, von der aus ich besser flankieren kann. Also von hier drüben so ran. Weil die waren ja bisher alle hier im Wald versteckt. Und von hier rauszukommen war mir ein bisschen zu doof. Deswegen wollte ich hier ein bisschen vorgeschoben mich positionieren. Und entdecke jetzt immer noch nicht dieses Gings. Die Jungs sind einfach so krass. Also so stealthy. Aber jetzt haben wir sie entdeckt, zum Glück, aber wirklich nur im letzten Moment, und schicken unsere Freischärler rüber. Die Freischärler sind eigentlich ein ziemlich guter Konter gegen die. Mit ihrer 90er Reichweite haben sie 10 mehr als die Chamäleon-Skinks, und das heißt, die können definitiv auf sie schießen, wenn sie uns angreifen wollen. Und ist deswegen einfach so gut, weil die nur 450 Gold kosten und viel weniger als die Chamäleon-Skinks. Und diese einfach eine Zeit lang aufhalten können. Und ihr seht schon hier, mein Gegner hat hier eine Einheit Chamäleon-Skinks mit 3 Gold-Chevrons dabei. Und wir machen da trotzdem ganz gut Schaden an denen, dafür, dass wir mit einem Regiment gegen 2 von ihm kämpfen. Hier sehen wir jetzt nochmal den Windstoß. Guckt mal her, was das für einen Schaden macht. Das war, glaube ich, overcastet. Aber, wichtig, wichtig, hat nur ein Modell ausgeschalten, was wir uns dann nochmal richtig zunutze machen werden. Weil ich habe natürlich auch noch einen Lebensmagier dabei. Das ist absolut notwendig, wenn ihr eine elitäre Armee habt, solltet ihr immer Lebensmagie mitbringen, weil eure Einheiten einfach zu teuer sind, um sie ja, so schnell zu verlieren. Und habe ich jetzt vorhin vergessen zu erwähnen. Diese Freischärler hier, die werden wahrscheinlich nicht so derbe viel Schaden machen, aber die bringen einem so viele taktische Optionen. Also ihr könnt mit denen jetzt zum Beispiel, wenn euer Gegner die in Ruhe lässt, könnt ihr mit denen eine Position einnehmen, die irgendwo hier so an den Flanken ist. Und dann von hier aus in den Nahkampf reinfeuern, was euch extreme Vorteile bringt. Und wir sehen jetzt hier,
Diese Einheit, die von dem Windstoß vorhin so vernichtet worden ist, unterstützen wir jetzt hier im Nahkampf gegen diese Sauruskrieger mit einem Nachwachsen und mit unserem General, der jetzt hier nochmal Cycle charged. Und ihr seht jetzt hier, die haben immer noch 89 Mann und gewinnen den Nahkampf. Und damit haben wir halt seinen Zauber wirklich völlig negiert. Und ihr seht schon, wie die diese Sauruskrieger hier fertig machen mit Unterstützung von dem General. Und wir haben jetzt wieder fast volle HP-Stärke und immer noch 89 Mann. Und damit haben wir halt wirklich diesen Windstoßzauber mit dem Nachwachsen ziemlich gut gekontert. Hier auf der Seite wurden unsere Jungs von den Sauruskriegern hier und dem Bastilladon ziemlich verscheucht, aber nicht ohne, dass wir auch ordentlich Schaden an ihm gemacht haben. Und ups, was war denn jetzt? Ja. Außerdem sind seine Jungs im Warschiff verfallen und das ist auch immer sehr gut. Hier kommen wir langsam mit den Demigreifen um die Flanke rum, die hier auf der anderen Seite waren. Zack, 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 so. Unsere Freisteller kümmern sich hier um die, oder haben sich hier um die Chameleon-Skinks gekümmert. Die hat er jetzt hier ein bisschen vergessen und schickt er jetzt allerdings seine Skinks hier hinter uns hinterher. Da habe ich den Skirmish-Modus angelassen, aber ist jetzt egal. Und hier drüben wollte ich euch nochmal sagen, also wir hatten ja vorhin, ich hatte ja vorhin gesagt, diese Freisteller bringen einem sehr viele taktische Möglichkeiten. Einerseits könnt ihr mit denen in Nahkampf feuern, aber die können auch eine sehr gute Futterinfanterie für so Flankenkämpfe liefern, wie jetzt zum Beispiel hier. Wir haben unsere Freisteller jetzt hier voll im Nahkampf gegen die mobilen Monster meines Gegners. Also haben wir unsere Freischäler als Futter und unsere Demigreifen, die jetzt nochmal nachwachsen kriegen, als Damage-Dealer hier in dem Kampf gegen die Monster meines Gegners. Und das ist eben auch nochmal ein richtig geiler Einsatzbereich für diese Freischäler. So als Flankeneinheit, die einfach nochmal so Kavallerie ein bisschen unterstützt. Die werden hier natürlich völlig fertig gemacht, aber wie gesagt, kosten auch nur 450. Und fressen eine Menge Schaden von den Demigreifen hier weg. Die Ritter des Sonnenordens kümmern sich hier so mit Cycle Charges ein bisschen um diese Speerkämpfer, des Zauber-Speerkämpfer, die eigentlich gerne hier unterstützen würden, aber jetzt hier sich um die Ritter des Sonnenordens kümmern müssen. Und jetzt kommt auch noch unsere andere Einheit Demigreifen rein. Demigreifen sind zwar jetzt wesentlich schwächer als sie früher waren, aber es sind trotzdem noch relativ veritable Kämpfer, die man durchaus gegen sowas einsetzen kann, wie diese beiden Saurusse. Auch wenn man da wirklich aufpassen muss, dass sie nicht verrecken, die brauchen trotzdem noch magische Unterstützung. Hier haben wir nochmal einen Erdenblut bisschen versemmelt, falls ihr das gesehen habt, aber die Demigreifen hier machen schon ganz guten Schaden an diesen Saurussen. Die Ritter des Sonnenordens kommen jetzt hier nochmal rein, wären eigentlich hier drüben besser aufgehoben gewesen. Aber gut, hier flieht jetzt der General unseres Gegners und das war's dann für ihn. Richtig geiles Match. Und wir sehen hier, die Bierenkämpfer haben echt guten Schaden gemacht. Demigreifen, auch wenn sie nur ein Kill und null Kills haben, haben sie wirklich viel Schaden gemacht und seine beiden Offiziere platt gemacht. Leider habe ich verpasst, euch zu zeigen, wie viel Schaden der Skinkpriester von dem Hexenjäger genommen hat. Das war ganz cool. Und ja, drei Chevrons und ein Chevron bekommen, ziemlich nice. Mein Gegner, ja, hatte halt leider sein Heilbastilladon außerhalb der Reichweite von seinen beiden Offizieren hier. Wenn er das gehabt hätte, dann wäre es wahrscheinlich nochmal ein bisschen länger gegangen, aber ja, mal sehen. Also, war auf jeden Fall ein schönes Match. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt auch endlich wieder am Start, das heißt, es wird jetzt auch wieder mit Dampf weitergehen mit Online-Schlachten. Ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal und freue mich, euch wieder zu sehen. Auf jeden Fall richtig nice und ja, Mann, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.